Weiter geht's mit Dead Space 3, nachdem wir beim letzten Mal unseren neuen Anzug bekommen haben und ihn gleich mal ein bisschen abgegradet haben. Isaac, Norton hier. Ja, du blödes Internetprogramm. Warum kontaktieren Sie mich auf einem privaten Kanal? Weil ich wissen muss, ob Sie auf meiner Seite sind. Es gibt Seiten? Ich weiß, Sie hatten was mit mir. Aber sie gehört jetzt zu mir und ich liebe sie zu sehr, um sie das tun zu lassen. Wenn sie recht hat und hier ist die Heimat der Marker, gibt es vielleicht eine Chance, das Ganze wir zu stoppen? Wir beide wissen doch, wie das enden wird. Hätte man vor 200 Jahren einen Weg gefunden, die Marker zu stoppen, wären wir jetzt alle in Sicherheit. Das ergibt doch keinen Sinn. Oh, jetzt kann ich. Sie denken, Sie und Sie. Vergessen Sie es. Sie ist die Frau, okay? Oh, hier überall Sauerstofftanks rum. Cool. Me gusta. Wo muss ich denn hin? Da hinten. Hey, cool, ich krieg so einen Ziel. Hören Sie das auch? Meine Rig empfängt eine Art Botschaft in Dauerschleife. Klingt chiffriert. Sie kommt aus dem Forschungsschiff CMS Greeley. Das könnte echt wichtig sein. Wenn ich kann, sehe ich mir das an, Santos. Isaac, Ende. Optional. Klingt nach optional. Yes! Optionale Mission! Ich hätte gern diese dieses Ding hier. Gib mir ein bisschen Luft hier. So. Wo ist die denn? Wo bist du denn? Nein, hier will ich nicht hin. Ich will zur Santa Maria Sierra Bla. Club. Wie komme ich da hin? Kannst du da vielleicht rein? Weil er steht geöffnet. Hier muss ich ja hin. Hallo, ich möchte hier durchwechseln. Mann. Ach so. Wie ist das Schiff jetzt nochmal? Greeley. Warte hier. Greeley, ja, komm hin. Wow, Achtung, Trümmer. Wow. So viele Trümmer hier. Hauptsache, wir kommen von einem Ort zum anderen. So, dann steigen wir mal kurz aus. Da ist er auch schon. Hallo Greeley. Da oben ist einer. Sieht schön aus, das Schiff, muss man sagen. Ja. Und noch relativ heil sogar. Zu heil. Dafür, dass es hier rumschwebt. Ja, in all den Trümmern. Ah, guck mal, das riesige Ding da hinten. Aua! Wer, wo, wie, was? Ach, du da! Ich war's nicht! Ratatatatatatata. Geht mir nicht auf den Keks. Geht mir einfach nicht auf den Keks. Genau. Nicht auf den Keks gehen, dann könnt ihr weiterleben. Ja, ist ja gut. Guck mal, die Lichter bei den Augen. Kann er durch solche kleinen Löcher durchschauen? Hey Santos, ich bin jetzt in der Greeley. Hatten Sie schon Glück mit dieser chiffrierten Nachricht? Nein, aber wenn ihr die Quelle findet, finden wir auch eine Möglichkeit, sie zu entschlüsseln. Verstanden. Isaac, Ende. Optional ist optimal.
Du da, du da. Ach, dann kommt auch der Standardrahmen. Ach, ich liebe optionale Missionen. Das hat in den ersten Teilen gefehlt. Optionale Missionen. Außer ja, einfach mal so eine Art RPG machen. Mit optionalen Missionen. Oh. Heyo. What can I do when they come for you? Alter, geh. Echt du scheiß Fisch. Santos. Offenbar sind Teile des Schiffes abgeschottet. Abgeschottet? Absichtlich? Bekommen Sie sie wieder auf? Bin mir nicht sicher. Wenn ich die Stromzufuhr wiederherstellen kann, kann ich die Sicherheitsabriegelung vielleicht aufheben. Erstmal umgucken. Oh, hier bin ich sogar richtig. Wollt dann ist ja blöd. Will ich doch erstmal oben gucken hier. Was ist denn hier? Oh. Ich glaube, das ist der jetzt der Energieknotenraum oder so. Du hast keine Torx-Stangen. Oder die. Das habe ich doch gesehen. Das kann man glaube ich herstellen aus Wolfram oder so. Oder so. Auf jeden Fall kann man die herstellen. Diese Torx-Stangen. Dafür bräuchte man aber erst einmal eine Bench, um zu sehen, aus was man die herstellen kann. Auch hier wird schon irgendwo eine Bench rumstehen. Ja. Hey, da ist nix. Dann gehen wir hier weiter runter. Nichts übersehen. Und machen wir Strom. Es werde Licht. Ah, ich muss drücken. Ich habe Strom gemacht. Gratulation. Santos, Strom reaktiviert. Ich seh's. Die Abriegelung geht vom Funkraum aus. Setzen Sie ihn mir ans Wegpunkt, dann gehe ich dahin. Hallo. Tschüssi. Ach, spuck wen anders an. Oder gar niemanden mehr. Ist noch besser. Wow, ich habe ihn Insta getötet. Trolled Flinte, so OP. How is that even allowed? Aber hey. In jedem Spiel, wo eine Schrotflinte ist, ist sie OP. Energiestörung. Ja. Wow, ich bin hier falsch. Oder wie? Das war's. Ja. Gut. Jetzt da hinten doch offen, oder wie? Ich glaube, du musst jetzt zurück oder so. Hier ist jetzt offen. Sah gerade eben so zu aus. Über diesen Fahrstuhl an, ey! Da müsste man renoviert werden. Das ganze Schiff müsste mal renoviert werden von ihm. Isaac, wie kommen Sie voran? Ich habe den Funkraum gefunden. Geben Sie mir eine Minute, um die Abriegelung zu deaktivieren. Hallo. Oh, keiner zu Hause. Da klopft man schon freundlich an und dann... Okay. Hoppala. Ja, stimmt schon mal. Gut, da. Machen wir das wieder so, machen wir das so. Aua. Den verbrezelt mir.
Nein, da verbrennt es mir auch. Nein, da verbrennt es mir wieder. Nein, da verbrennt es mir auch nur. Einfach random hin und her schieben. Ich verstehe ganz den ganzen Sinn. Lichter, du musst beißen, grünen ja, das, Bereich. Das weiß ich, das weiß ich. Das ist Captain Obvious. Ich weiß. Die Sache ist nur die, je mehr ich da nach rechts tue, desto weiter geht es nach links. Andere. Ah! Wer braucht schon Lichter? Doch, dass ich es nicht weiß! Dr. Barton, jemand sendet eine kodierte Nachricht zum Planeten. Wen versuchen Sie zu kontaktieren? Dr. Serrano? Sagen Sie es mir! Stopp! Bitte! Sie haben es mir nicht gesagt! Ich weiß es nicht! Commander, hier Einheit 3. Sie haben sich mit der Funkausrüstung verbarrikadiert. Wenn Sie dort sterben wollen, drehen Sie dem Schiff den Saft ab. Die Lebenserhaltungssysteme gehen offline und die Übertragung bricht ab. Was ist mit den anderen? Sie kennen die Befehle. Niemand überlebt. Verstanden. Jetzt wissen wir schon mal, was hier passiert ist. Nein, bitte. Ich verstehe nicht. Das können Sie nicht machen. Jetzt wissen wir schon mal, warum hier der Strom weg war. Mhm. Anweisung vom Chef. Niemand darf überleben. Wow. Ach, jetzt sind wir hier. Und da ist die Bench. Und da sind Freunde. Mögen sie sterben. Ah, Talibum. Na und? Nein, du hältst die Fresse! Ich bin OP. Vor allem die Waffe sieht auch noch so geil aus. Man, guck dir euch an, diese Verzierungen auf der Waffe. Das ist awesome! Awe Some. Dude. So, erstmal zur Bench. Schauen, wie man diese komischen Stangen herstellt. Objekte herstellen. Ja. Dafür bräuchten wir Wolfram. Ja, 28. Wir könnten ganz viel Muni herstellen. Wenn wir es denn bräuchten. Wurst. Du könntest es zweimal herstellen, sprich 10 Clips. Ich muss verkaufen. Ja. Verkaufen. Ja. Sagt ja! Anscheinend gibt's hier jetzt kein Geld mehr, sondern man kriegt... Nur diese Komponenten, ja. Ah, auch ein interessantes System. Hm, durchaus. Ich geb dir einfach mal ein bisschen... Nee, nachladen. Nee, nachladen brauch ich eigentlich nicht. Ich dachte, ich hätte eine Feuerrate noch drin gehabt. Das ist, glaube ich, in meinem Plasma-Cutter. Schade eigentlich. Warum darf ich hier nicht rein? Was ist hier jetzt schon wieder? Ich glaube, da kannst du dann später rein, wenn du eine Platte findest. Ah, Platte, Platte. Also würde ich jetzt sagen, nachdem deine Erde eine Platte abgebildet ist. Das Spiel, lass mich da rein, wo ich rein will. Was sieht's denn hier aus? Sehr unordentlich. Oh, da kommt schon das Besuchskomitee. Ey, ich bin hier!
toll blindes Komitee. Daneben! Crowdfunder OP. Und wir kriegen noch mehr Somat-Gel. Von dem wir uns Medikits herstellen können. Und mehr Medikits ist gleich mehr Heilung. Ich finde es cool, dass wir von Anfang an maximales Inventar haben. Jo. Dafür sind die... Dafür geben die Anzüge nicht automatisch hier mehr Rüstung und so. Ja. Und jetzt alles ja dazu kaufen. Aber ja, dafür haben sie jetzt immer so eine, ein spezielles Gebiet, in dem sie besser sind. Aber ja, weiter geht's dann beim nächsten Mal. Bis dahin. See ya, Leute. Ciao.